Hallo, meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unsere Schnullersammlung. Wir haben hier einen ganzen Korb voll mit Schnullern und Schnullerzubehör, so Schnullerketten und so ein Kram. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Viel Spaß! Ja, ich wurde in einem Video gefragt über unseren Wickeltisch, ob wir mal unsere Schnuller- und Flaschensammlung zeigen können. Und deswegen habe ich mir das heute mal vorgenommen. Und zwar gibt es heute unsere Schnuller. Wir haben verschiedene von Mom, wir haben Nook, wir haben Avent. Wir haben, glaube ich, alles vertreten. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich würde sagen, wir fangen zuerst an mit Zubehör. Und zwar haben wir als Zubehör diese Schnullerkette hier. Die ist noch an einem Schnuller dran. Diese Schnullerkette, die ist aus Holz, finde ich super schön und einfach schlicht und ja, finde ich einfach schön. Und ein, ja, so eher so eine Art Spucktuch. Das ist ein bisschen kleiner als ein Spucktuch, also eher so ein Kuscheltuch. Und mit so kleinen Bären fand ich eher damals als Set so ziemlich süß, das so zusammen. Voll süß. Und da ist ein Schnuller dran, der ist, weiß ich nicht, ich glaube von DM oder so. Vom Baby Dream so eine Feuerwehr drauf. Dann haben wir als nächstes eine Schnullerkette so als Hasen von Sterntaler. Der ist voll süß, der hat hier hinten so einen Clip dran. Kann man den halt an Kleidung oder so ranmachen. Und hier unten kommt halt der Schnuller ran. Dann haben wir die Schnullerkette von Lennox damals. So sieht die aus. Da ist auch noch ein Schnuller dran. Auch hier einen ganz normalen Clip. Und da ist ein Nook-Schnuller von Winnie Pooh damals drauf. Den gab es ja mal zwei. Den zweiten habe ich davon auch noch irgendwo. Den gibt es ja noch mal in grün. Das hier ist der alte. Ja, das ist ja das neue Modell, das ist das ältere Modell. Aber den habe ich auf jeden Fall noch in grün. Da haben wir eine Schnullerkette von Chibo. Die ist mit so einer süßen Ente drauf. Und hier ein Holzclip. Ganz kurz. Die hatte mein Bruder damals als Baby. Und da dran haben wir ein, wie heißt dieser Maulwurf? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer weiß, wie der Maulwurf heißt. Das ist auf jeden Fall auch eine Kindersendung und der ist ganz bekannt. Auf jeden Fall ist der von Nook. Mit halt diesem süßen kleinen Maulwurf drauf. Dann haben wir noch eine Holzschnullerkette, die sieht so aus. Hier so Stern, also blau mit Stern. Und hier jetzt noch einen großen Stern und hat hier so einen kleinen, ja, zum Festmachen so ein Teil. Ja, auch auf jeden Fall eine Holzschnullerkette. Dann haben wir noch eine Schnullerkette mit Schnuller. Das gehört zusammen. Das ist so ein Set gewesen bei Rossmann. Und zwar eine Schnullerkette, die hat hier dieses Muster drauf. Das findet man auch gleich auf dem Schnuller wieder. Eine ganz einfache, die man hier so aufmacht und dann an die Kleidung fest und dann zumacht wieder. Ganz easy peasy. Ein mintgrünes Band und dann ein Schnuller mit einem Fuchs drauf. Voll süß. Von Rossmann haben wir den. Dann Melt-Schnullerkette mit ihrem Namen drauf. Ein Holzclip und dann einfach so schön bunt. Einmal komplett die Farbreihe durch. Richtig schön hier noch mit so einem Holzstern. Total schön. Dann haben wir eine Winnie Pooh Schnullerkette, die hat Mel bei ihrer Ankunft mitgebracht. Kennen bestimmt auch einige aus dem Box-Opening. Ein Winnie Pooh, ein rosanes Band, ein Band zum Festmachen und hier hinten auch wieder dieser ganz normale typische Clip. Dann haben wir noch eine, ja, eine einfache Schnullerkette mit so einem Ding wieder dran. Dann ein buntes Band und hier ist noch ein, so zum Aufmachen und zum Festmachen dann. Finde ich auch sehr schlicht und einfach, einfach. Und dann haben wir noch eine, diese hier, die ist auch schon etwas älter und die hat auch so einen ganz, ganz komischen Haken hier. Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Also, ihr habt diesen Schnuller hier und da braucht man auf jeden Fall so einen Griff und da macht man den einfach so ran. Da kann man den auch ganz easy bewegen und ja, ist einfach. Ganz normale Schnullerkette.
Hier unten auch wieder mit dem typischen Clip. So und dann so zu. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Schon vor Lennox hatte ich die. Also auch in Schnullerkette. Ja, und das war's an Schnullerketten und Zubehör. Natürlich hat Mel noch ihre Namensschnullerkette, die rosane. Ist in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit den Schnullern an. Ja, wie ich gerade schon gezeigt habe, haben wir den hier von Nook von Winnie Pooh. Das ist das ältere Modell. Dann haben wir meinen Lieblingsschnuller, passend zu der Nook-Flasche von Janosch mit der Tigerente. Dann haben wir einen bearbeiteten, also mit Magneten von Mom, I Love Mommy. Dann haben wir einen, oh, wovon kommen die? Ich weiß es nicht mehr. Einen Schnuller mit so Mond und Sterne. Und hier ist noch so ein kleiner Winnie Pooh dran. Was so als Anhänger. Dann haben wir noch einen Mom-Schnuller mit einem Segelschiff von für unser neues Baby. Deswegen ist er noch nicht bearbeitet. Ist für unser neues Baby. Auch einer meiner Lieblingsschnuller von Nook. So sieht er aus, ist durchsichtig. Und mit so drei Tierchen. Das waren ja damals die berühmtesten und besten Schnuller, die man haben konnte. Und ich finde die auch so schön. Also ich mag diese alten Schnuller von Nook sehr, sehr gern. Die neuen mag ich gar nicht so gern. Ich finde diese hier viel besser irgendwie. Ich finde, die sehen so alt aus und das mag ich total gern. Also auf jeden Fall diesen Schnuller hier. Wenn wir bei den alten bleiben, habe ich den nämlich nochmal so. Also ein lila. Hier ist rot und ein Anthraziten Haken. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie das typische Bild von einem Schnuller, finde ich. Also, wenn man sich einen Schnuller vorstellt, stellt man sich immer sowas vor. Das mag ich halt total gern. Dann haben wir einen eingepackten Mamm-Schnuller für die Melly Maus. So sieht der aus. Der ist so rosa. Und hat hier so einen kleinen Vogel. Hier ist der Winnie Pooh-Schnuller, den ich meinte, wo der andere zugehört. Hier, das ist ja so ein Set. So gehört das. Und ja, der ist auch schon bearbeitet. Gehört auch Lennox. Dann haben wir einmal ein Set mit Mamm-Schnuller in dieser Box hier. Einmal so ein hier. Prince Charming. Voll süß durchsichtig am Rand und dann hier so blau. Dann eine Giraffe, auch schon bearbeitet für Lennox. Süße Giraffe. Dann haben wir einen Schnuller für das neue Baby. Der ist auch eingepackt in so einer Kiste. Und zwar mit so einem süßen Teddy drauf. Voll süß. Wenn die Schnuller in dieser Kiste sind, könnt ihr die ganz einfach sterilisieren. Und zwar könnt ihr da ein bisschen Wasser reinmachen. Das ist auch hier drauf. Hier seht ihr so Pfeile, wo das Wasser hin darf. Und steht auch drauf, 25 Milliliter Wasser rein, Schnuller so einhängen in dieser Vorrichtung hier oben. Hier ist ja so ein Haken drin, seht ihr es? Schnuller so einhängen und dann einfach den Deckel zu, natürlich mit Wasser drin und dann ab in die Mikrowelle. Und dann ist fertig, denn es ist Schnuller komplett sterilisiert. Dann haben wir eine Box mit einem Schnuller, wo ein süßer Vogel drauf ist. Finde ich voll schön. Ich finde die Farben total wunderschön. Es ist so ein schönes Hellgrün mit einem Vogel drauf. Auch in diesen Boxen könnt ihr halt hier unten das Wasser reinmachen und dann auch sterilisieren. Steht hier auch alles drauf. 3 Minuten, 25 Milliliter. Dann haben wir so einen hier, den haben wir auch geschenkt bekommen. So im Herz. Ganz einfachen. Noch unbearbeitet. Dann haben wir noch so einen hier von, ich weiß auch nicht mehr, wovon der kommt. Ich glaube von Schlecker oder so. Der ist mit so einem Hund drauf. Und der ist nicht aus Silikon, sondern aus Latex, glaube ich, oder? Ist das Latex? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja diese braunen Schnuller auch. Dann haben wir ein My First Nook. Diesen hier. So sehen die aus. Der liegt im Babybett gerade drin. Das ist ein Genius. Finde ich auch die sehr, die schönsten Schnuller von Nook, die Genius. Dann haben wir ein Paket, eigentlich ein Mom-Paket, aber sind zwei andere Schnuller drin, und zwar ein von Avent. Auch der hat schon so eine Verpackung bei, um ihn zu sterilisieren. Und natürlich als Schutz, wenn man ihn zum Beispiel in die Wickeltasche packt. Der hat hier so einen kleinen Schutz und hier ist der Schnuller an sich. So sieht er aus, ziemlich einfach. Und der erste Avent-Schnuller, den ich habe,
Mal schauen, wie der so bei den Babys ist. Und hier haben wir noch einen Nuxschnuller. Auch voll schön. So einem kleinen Segelschiff. Dann haben wir noch zwei Nachtschnuller. Und zwar leuchten die nämlich in der Nacht von Mom. Einmal mit so einem Elefanten. Und einmal mit so Stern und Mond drauf. Dann haben wir noch einen Mom-Schnuller. Auch in so einer Kiste hier. Little Dude oder was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der so aus. Dann haben wir noch zwei Mom-Schnuller. Einmal diesen hier mit so einem Herz. Und einen süßen Panda-Bär. Hier haben wir noch einen Schnuller für das Air von Jaden damals. Mit so kleinen Rennautos. Hier haben wir auch noch so einen alten Schnuller. Finde ich voll schön. So blau. Hier haben wir noch Magnete, die wir mal benutzen. Einen eingepackten Schnuller von Babylove, also von DM, mit Glückskind drauf. Den haben wir damals auf der Messe geschenkt bekommen. Für Lennox und ich glaube, wir haben noch einen für Jaden bekommen. Dann haben wir noch eingepackt zwei Schnuller und zwar einmal mit einem Eisbären und einmal mit einem Frosch. Oder nee, ein Nilpferd, genau, ein Nilpferd von Mom in so einer Box. Dann haben wir auch noch einen süßen Schnuller und zwar, den habe ich von meiner Schwester bekommen, mit so einem kleinen Hundi drauf. Auch schon angefangen zu bearbeiten. Und dann haben wir noch ein Paket Nuckel von Nook. Die habe ich auch hier in meiner Aufbewahrung drin. Sind schon auf. Ja, ein Paket ganz normale Nook-Schnullis für die Flaschen. Dann haben wir noch einmal Schnuller mit Namen. Einmal von Lennox. Und von Jaden. Richtig süß. Die bekommt ihr bei schnullermitnamen.de. Die hat meine Schwester uns bestellt. Dann haben wir noch ein Babylove Glückskind-Schnuller. Und die letzten Schnuller sind diese hier von Nook. Die habe ich auch noch nicht ausgepackt, weil die für das neue Baby sind. Einmal mit so kleinen Pfeilen drauf und hier einmal mit so Pferden und wie hat man das? Indianer, genau. Das neue Baby auch schon. So, und ja, meine Lieben, das war's. Die Kiste ist leer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr zum Beispiel Interesse habt an einem Video, wie man Schnuller verschieden bearbeiten kann, es gibt ja auch Babys, die haben keinen Magneten oder so, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe da ja durch Jaden auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.